Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen für die Deutsche Israelische Gesellschaft in Bremen. Mein Name ist Hermann Kuhn. Die heutige Veranstaltung auf diese Art zu moderieren, ist für mich das berühmte Neuland. Kein Neuland ist es für die Freunde vom Jungen Forum hier in Bremen, die das schon mehrfach gemacht haben und die auch heute für die Technik sorgen. Also ganz herzlichen Dank dafür. Es gilt heute Abend die einfache Regel: Wenn alles klappt, ist es Ihr Verdienst, also das Verdienst des Jungen Forum. Und wenn was nicht klappt, dann ist es mein Versäumnis. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Unterstützung und Kooperation der Geschäftsstelle der DEG in Berlin, der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen, der Amadeo-Antonio-Stiftung in Berlin und dem schönen Jugend- und Gedenkprojekt gegen rechte Gewalt Köfte Koscher hier in Bremen. Ich glaube, ich muss zum Thema der Veranstaltung kaum etwas sagen, weil leider Verschwörungsfantasien, Verschwörungsmythen spätestens durch die Kundgebung der letzten Woche in aller Munde sind. Sie sind, wenn man das mal ganz freundlich ausdrücken will, der Versuch, das Unsichtbare, das nicht recht Fassbare, das Zufällige der Corona-Pandemie irgendwie fassbar zu machen. Also, früher sagte man sprichwörtlich, in China fällt ein Sack Reis um und nichts passiert. Und heute ist das nicht mehr egal, sondern hat zur Folge, dass wir uns hier bei uns nicht mehr frei bewegen und arbeiten können. Und wie kann das sein? Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist daran schuld? Wer steckt im Geheimen dahinter? Und hier kommt unweigerlich der Antisemitismus ins Spiel, der Jude als Sündenbock. Denn der Antisemitismus, so hat es unser Gast des heutigen Abends formuliert, ist der Uropa der modernen Fake News. Ein Uropa leider mit sehr vielen Urenkeln. In welcher Weise, in welchen Verkleidungen der Antisemitismus Teil der Verschwörungsfantasien ist, das darzulegen, dafür haben wir Patrick Gensing eingeladen, den ich sehr herzlich begrüßen möchte. Patrick Gensing ist Faktenfinder im emphatischen Sinne, detektivisch, in Kleinarbeit detektivisch arbeitender Aufklärer, Journalist, Buchautor. Er arbeitet für die ARD, die Tagesschau-Redaktion, bei den Faktenfindern eben. Und er hat seine journalistische Spür- und Aufklärungsarbeit auch in Büchern zusammengefasst. Zuletzt in einem Buch mit dem Titel Fakten gegen Fake News oder Der Kampf um die Demokratie. Hier ist es, ist nur sehr zu empfehlen. Das werden Sie nach dem Vortrag noch besser verstehen. Herr Gensing hat also große Erfahrung, Fantasien mit Fakten zu konfrontieren und die Strategien der Verschwörungsphantasten aufzudecken. Herr Gensing wird also zunächst mal etwa eine halbe Stunde einführen in das Thema. Sie können von Anfang an Fragen in der Chatfunktion stellen. Sie können Hinweise geben. Sie können widersprechen. Das wird dann der Stoff für den zweiten Teil der Veranstaltung sein. Bis etwa 9 Uhr haben wir gedacht. Aber jetzt erstmal, Herr Gensing, ganz herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Kuhn, für die Einladung, dass Sie das organisieren, auch für die technische Umsetzung. Finde ich ganz klasse, dass das in dieser Zeit auch funktioniert. Genau, das Thema ist geradezu sehr, sehr präsent derzeit. Und der Antisemitismus zeigt sich derzeit in den Fakten. Und um das Ganze auch greifbar zu machen, habe ich eine Präsentation mitgebracht, anhand derer man das dann eben auch ganz konkret nachvollziehen kann, wovon wir hier eigentlich sprechen. Wir haben eine Pandemie seit einigen Monaten und wir haben auch eine Infodemie. Das ist ein Begriff, den unter anderem die Vereinten Nationen be benutzt haben. Es gibt eine ganze Welle von gezielten Falschmeldungen, von Gerüchten, und eben auch von Verschwörungslegenden. Man muss das schon ein ganzes Stück weit auch abstufen und unterscheiden. Es gibt natürlich einfach
Gerüchte, die sich verbreiten, weil eine extrem große Unsicherheit herrscht, beispielsweise was die Krankheit Covid-19 betrifft. Da sind Menschen verunsichert, da sind alle Menschen verunsichert. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, in der wir leben. Es ist eine Zeit der Widersprüchlichkeit. Und die Moderne ist sowieso schon eine Zeit der Widersprüchlichkeit. Wir leben in einer komplexen Gesellschaft. Und jetzt ist eben nochmal alles deutlich stärker aus den Fugen geraten und erscheint unübersichtlich. Und das ist dann eben ein Krisenszenario, das für Verschwörungslegenden wie gemacht erscheint. Also das sind eigentlich, wir sehen schon seit Monaten, seit Jahren, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, dass immer in Krisenzeiten oder bei schweren Anschlägen, bei außergewöhnlichen Ereignissen, da sieht man, dass eben gezielte Falschmeldungen, Gerüchte und Verschwörungslegenden besonders stark auftauchen. Und so ist es auch keine große Überraschung, dass wir jetzt eben ein, also wirklich so enormes Aufkommen haben, wie ich es noch nicht erlebt habe. Vielleicht vergleichbar mit den, von der Komplexität zu den Verschwörungslegenden vom 11. September, zum 11. September 2001, aber längst viel, viel breiter auch in der Bevölkerung anscheinend verbreitet. Und dementsprechend ist das eben auch eine Herausforderung, sowohl journalistisch als auch für jeden Einzelnen, wie man damit umgeht, wenn man plötzlich in der eigenen Umgebung erkennt, dass Menschen, die man für wirklich auch intelligent hält, die man für kritisch hält, die plötzlich anfangen, die wildesten Theorien zu verbreiten und die krudesten Gedanken. Ein kurzer Rückblick eigentlich, wie das Ganze begonnen hat. Es ist ja noch gar nicht so lange her. Wir haben jetzt Ende Mai und noch Ende 2019 war die Welt eigentlich so, wie wir sie kannten. Auch schon sehr chaotisch und unübersichtlich und voller Streitigkeiten. Aber das gehört auch zu einer Demokratie dazu. Dann Anfang Januar hat eben die WHO, gab es die ersten Berichte aus Wuhan über diese merkwürdige neue Krankheit, die dort ausgebrochen ist. Am 14. Januar vermeldete die WHO, dass es den ersten Fall außerhalb Chinas gab, nämlich in Thailand. Am 11. Februar gab es dann einen Namen für diese Krankheit, für die neue Krankheit durch Covid-19. Das neuartige Coronavirus ist das eine und die Krankheit, die daraus resultiert, eben Covid-19. Am 8. März hatten wir dann in etwa 100 Ländern 100.000 laborbestätigte Corona-Fälle. Am 11. März, das sieht man hier auf der rechten Seite, hat die WHO dann mitgeteilt, dass man von einer Pandemie sprechen kann. Das heißt, es ist nicht mehr regional begrenzt, sondern es ist wirklich weltweit tritt diese Krankheit und dieses neuartige Coronavirus auf. Und diese Landkarte, dieser Screenshot mit der Weltkarte, den habe ich heute gemacht. Der zeigt eben die Schwerpunkte, die Verteilung der laborbestätigten Fälle und zeigt eben nochmal sehr schön, Europa ist weiterhin einer der Hotspots dieser Pandemie, aber zunehmend eben auch vor allen Dingen Nordamerika, Südamerika, Brasilien, ganz weit vorne mit jetzt den zweitmeisten bestätigten Fällen und stark steigenden Todeszahlen. Und diese internationale Komponente ist etwas, was meinem Eindruck, wobei ich mir auch Pausen gönne bei der Berichterstattung, bei der bei dem Hören von Nachrichten, bei dem Verfolgen von Nachrichten. Aber nach meinem Eindruck ist die internationale Komponente vielleicht in Deutschland noch gar nicht stark genug berichtet, was da wirklich auch weltweit passiert, wie dramatisch in vielen Ländern die Situation eigentlich ist. Als wir dann am 11. März eben diese Einstufung als Pandemie hatten, ich habe es eben erwähnt, dass das eben 11. März war, da begann dann auch schon sehr, sehr schnell die weltweite Jagd nach dem Sündenbock. China beschuldigte die USA. Wir sehen hier einen Tweet des Sprechers des Außenministeriums in Peking, der einen Artikel geteilt hat, der nahelegen soll, dass dieses Virus aus den USA stammt. Und das war eben natürlich ein gefundenes Futter für Verschwörungsideologen,
eben auch hochrangige Politiker das jetzt für möglich halten, dass dieses Virus eben nicht vom Tier auf den Menschen übersprungen ist, sondern dass es vielleicht fabriziert war. Die USA lassen sich allerdings auch nicht bitten weiter, was die Schuldzuweisung angeht, besonders seit das Virus in den USA eben wirklich sehr, sehr schlimm wütet. Donald Trump sagt, er habe Beweise gesehen, dass das Coronavirus aus dem berühmten Wuhan-Labor stammt und seine Angriffe auf die Welt. Gesundheitsorganisationen, WHO, finden auch mal wieder statt. Der Ursprung des Virus ist nach meinem Kenntnisstand nicht abschließend geklärt bislang. Die meisten Studien gehen aber davon aus, dass das Virus einen natürlichen Ursprung hat und dass es eben nicht fabriziert ist. China weist natürlich diese Vorwürfe sehr stark zurück, vehement. Allerdings muss man auch sagen, dass Chinas Informationspolitik nicht besonders transparent ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und trägt damit natürlich dazu bei, auch durch diese restriktive Informationspolitik, durch Zensur, die es dort auch wirklich gibt. Das Vertrauen ist natürlich dadurch sehr gering in die chinesischen Informationen. Aber es gibt eben auch internationale Forscher, die natürlich dieses Virus untersuchen. Und die meisten, der überwiegende Teil tendiert eher dazu, dass es wirklich einen natürlichen Ursprung hat. Dann gibt es beispielsweise den Iran, der ja gerade in der Anfangszeit sehr, sehr schwer betroffen war von dem Ausbruch des Coronavirus. Und was liegt da mehr als natürlich die USA und auch Israel zu beschuldigen? Hier ein Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde, der sagte beispielsweise, es könnte gut sein, dass das Virus das Ergebnis einer biologischen Invasion der USA sei. Auf der rechten Seite sieht man hier aus einem Telegram-Kanal eines von den Revolutionsgarden ebenfalls. Da geht es um Vorwürfe gegen Israel, gegen die Zionisten, wie es heißt, dass die mutmaßlich hinter diesem Virus stecken, genauso wie Israel immer wieder beschuldigt wurde, dieses Virus von verschiedenen Seiten beschuldigt wurde, den Ausbruch dieses Virus organisiert zu haben. Was tue ich aber nun, wenn ich keine konkurrierende andere Supermacht habe, wenn ich keinen äußeren Feind habe, wenn ich jetzt nicht der Iran bin, der alle Schuld immer auf die USA und vor allem auf Israel projiziert, wenn ich also irgendwie, ich brauche ein Feindbild im eigenen Land, dann kommen die sogenannten Eliten ins Spiel. Das ging auch sehr, sehr schnell, wenn man zurückdenkt, 4. Januar, die ersten Fälle überhaupt, über die berichtet wurde und auch noch keine besonders große Aufmerksamkeit weltweit. Und am 22. Januar habe ich hier mal mitgebracht als Beispiel ein Verschwörungsideologe, der die Geschichte verbreitet, das Coronavirus sei ja bereits patentiert worden 2015 und das solle beweisen, dass die amerikanischen Behörden, der tiefe Staat, Strippenzieher im Hintergrund, da Bleitwissen und dieses Virus eben hergestellt haben. Und wie könnte es anderes sein? Sie wollen damit natürlich Geld verdienen mit dem Impfstoff. Sie wollen erstmal Angst verbreiten, sie wollen Schrecken verbreiten und dann mit diesem Impfstoff Geld verdienen. Diese Verschwörung, die hier herbeifantasiert wird, die ist natürlich maximal schlecht vorbereitet, wenn man sich das mal anschaut, dass dieser Mensch hier einen Link teilt, Patente, die man auf Google auch finden kann, die man im Internet findet. Mit einer Suchabfrage findet man eben dieses Coronavirus-Patent auf ein älteres Coronavirus. Wir sind ja inzwischen alle doch, auch wie wir früher alle Bundestrainer waren im Fußball, so sind wir jetzt alle so ein bisschen Virenexperten geworden und haben inzwischen alle gelernt, dass die Coronaviren eine größere Familie sind und es natürlich auch ältere Coronaviren gibt. Und dieses Patent wurde angemeldet, um damit zu forschen, um Gegenmittel zu finden, Impfstoffe zu finden, war dann auch auf Tiere bezogen, hat mit dem neuartigen Coronavirus damit nicht direkt etwas zu tun. Und die Verschwörung wäre eben wirklich auch sehr, sehr schlecht vorbereitet. Wenn ich eine weltweite Pandemie auslöse und durch eine Google-Suchanfrage wäre das Ganze aufgeflogen. Also das wäre schon maximal amateurhaft.
Die zentrale Behauptung war damit aber in der Welt, dass dieses Virus eben entweder von China oder von Israel oder von den USA fabriziert wurde, um beispielsweise damit Profit zu erzielen. Also das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Baustein, ein ganz wichtiges Narrativ, wie man heute so gerne sagt, und diesen Baustein, um also Verschwörungslegenden zusammenzubauen. Aber keine Verschwörungslegende kann funktionieren ohne einen Geheimplan. Und diese Geheimpläne, die findet man praktischerweise ebenfalls im Internet. Das ist das Schöne an diesen Geheimplänen, wenn ich eine Verschwörungsideologie, eine Verschwörungstheorie basteln möchte, benutzen wir den Begriff mal, weil da brauche ich dann eben einen Geheimplan für und den findet man, wie gesagt, im Internet. Hier das Beispiel. Wird hier geschrieben, Corona, Geheimplan der Regierung entdeckt, in der BRD ist über den gesamten Zeitraum mit mindestens 7,5 Millionen Toten zu rechnen. So, und dann schreibt dieser Mensch von Deutsche Lobby oder beziehungsweise Heiko Schrank, mir wurden brisante Unterlagen zugesandt, über die ich euch dringend informieren möchte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es handelt sich um die Unterrichtung durch die Bundesregierung, Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012, Drucksache 1712051 vom 3.1.2013. So, dieser Geheimplan ist also gar nicht so furchtbar geheim, sondern er wurde ihm zugeschickt und er ist frei zugänglich im Internet und es handelt sich um eine Risikoanalyse zum Bevölkerungsschutz. Tatsächlich selbstverständlich Experten durchgespielt, versucht zu analysieren, wie gut ist das Land vorbereitet auf eine mögliche Pandemie. Man hat dann ein Szenario entworfen in dieser Risikoanalyse, hat ein tödlicheres Virus angenommen, das noch mehr Menschen tötet, schneller tötet auch, deswegen diese Zahl von 7,5 Millionen. Mit einem Geheimplan hat das überhaupt nichts zu tun, sondern das sind natürlich Prognosen, Analysen, um herauszufinden, um sich vorzubereiten. Es wäre ja eigentlich andersrum eher fatal, wenn Experten, Regierungen so etwas nicht tun würden, wenn sie sich eben nicht versuchen vorzubereiten. Und diesen Vorwurf gibt es natürlich auch, dass sie sich nicht gut genug vorbereitet habe. Zu einer Verschwörung gehört nicht nur die Verschwörung an sich, nämlich dass irgendwie Geld verdient werden soll oder dass eine Weltregierung installiert werden soll. Es gehört ein Geheimplan dazu und es gehören natürlich die Verschwörer dazu, die dann auch dahinter stecken. Hier auf der linken Seite sehen Sie ein Beispiel aus Österreich, die eben in einem Video, das ist so ganz klassisch, das ist heute Darstellungsformat, dass Leute sich einfach mit ihrem Handy aufnehmen, über ihre Telegram-Kanäle, über WhatsApp ihre Videos wirklich massenhaft teilen. Also die haben Zehntausende Abonnenten. Und sie erzählt hier eben, dass unter anderem Rothschild, die Rothschild-Familie, George Soros, die Führer der Welt seien. Und da kommen wir jetzt natürlich der Sache schon näher, wovon wir hier eigentlich sprechen. Denn es ist immer nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Schritt von diesen Verschwörungslegenden hin zum Antisemitismus. Es taucht eigentlich sofort oder also in fast allen Fällen findet man dann Hinweise auf die Rothschilds oder auf George Soros, der gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise das zentrale Feindbild war. Jetzt wurde er abgelöst von Bill Gates, der das zum zentralen Feindbild geworden ist. Und da sieht man eben auch sehr schnell, dass es dann immer wieder zurückfällt auf diese klassischen antisemitischen Verschwörungslegenden. Auf der rechten Seite ein Beispiel aus den USA, Rechtsextremisten, die von wohltätigen jüdischen Spendern sprechen in diesem Zusammenhang, die versuchen, gegen diese Lockdown-Maßnahmen zu demonstrieren und dadurch politisches Kapital zu schlagen. Es ist immer nur ein ganz, ganz kleiner Schritt zum Antisemitismus. Hier ein weiteres Beispiel. Hier taucht Gates auf der linken Seite auf, gemeinsam mit der Rothschild-Familie. Sie stecken alle irgendwie unter einer Decke. Und Attila Hildmann, der jetzt doch inzwischen sehr, sehr bekannte Kochbuchautor, rührt dann wirklich alles zusammen. Bill Gates,
die Bilderberger, Eugenik und die NWO, auch ein ganz zentraler Begriff in diesem Zusammenhang, die sogenannte New World Order, die neue Weltordnung, die, glaubt man, Attila Hildmann, eigentlich am 15. Mai hätte beginnen sollen. Ich habe bislang noch nichts davon mitbekommen, dass das wirklich so ist. Aber da sieht man eben, da werden dann die verschiedenen Verschwörungslegenden, diese Schlagworte werden einfach immer wieder zusammengewürfelt und neu verbreitet. Ein weiterer Begriff, der immer wieder auftaucht, sind die sogenannten Globalisten. Früher hat man Kosmopoliten gesagt, jetzt sind es eben die Globalisten. Es ist im Prinzip auch eine Chiffre, entweder für Zionisten oder auch Kulturbolschewisten. Das sind alles Begriffe, die im Prinzip austauschbar sind in diesen wirklich als Bausteine von Verschwörungsideologien. Wozu alles führen kann, das Gerede von einer neuen Weltordnung, von einer Weltregierung, das haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren sehen müssen. Und es wurde, glaube ich, meiner Meinung nach auch lange nicht ernst genug genommen, dass eben solche Verschwörungslegenden der Einstieg sind in eine Parallelwelt, aus der es keinen Ausgang mehr gibt. Es ist wirklich ein Irrgarten. Man kann vielen Leuten live zusehen, wie sie sich da drin verlieren, wie sie sich radikalisieren. Und wir haben eben dieses Gerede von der New World Order besonders lange schon im rechtsextremen Bereich, in den USA beispielsweise. Und links sehen Sie ein Beispiel, einen Anschlagversuch, auch hier aus dem Jahr 2013 bereits. Da hatte der Täter eben auch an diese New World Order Verschwörungslegenden geglaubt. Dann haben wir darüber den Attentäter von Halle, der seinen Anschlag auf die Synagoge explizit so auch mit solchen Legenden, mit solchen Mythen begründet hat. An der Spreivik, der norwegische Rechtsextremist, der auf Utøya viele, viele Menschen erschossen hat, hat von Kulturmarxismus gesprochen, der die Jugend Norwegens verdorben habe. Und deswegen hat er eben wirklich Jagd gemacht auf diese jungen Sozialdemokraten auf Utøya. Darunter sehen Sie das Video von dem Attentäter von Hanau, der auch komplett sich in Verschwörungslegenden verloren hat, der an eine militärische Überwachung geglaubt hat, der offenkundig an Verfolgungswahn leidet. Und dann gibt es auch zahlreiche Anschläge, wie beispielsweise in Christchurch, da wurde dann der große Austausch propagiert, dass es eben eine Umvolkung gäbe, eine sogenannte, dass die weiße Rasse gegen Muslime, gegen Flüchtlinge ausgetauscht werden sollte. Das nennt man Great Replacement. Auch das alles Verschwörungslegenden, die eben im wirklich maximalen, im ungünstigsten Fall dazu führen können, dass Menschen zur Waffe greifen. Und man hat das auch in den vergangenen Wochen gesehen, bei Attila Hildmann beispielsweise, der plötzlich ankündigte, er würde auch in den Untergrund gehen, bewaffnet so oder ähnlich, also sinngemäß, der sagen würde, der davon sprach, dass er möglicherweise getötet werden soll, der sich wirklich in einen Bürgerkrieg wähnt. Und da kann man einfach sehen, wie schnell Menschen da eben auch abdriften können. Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Eine Komponente, die ganz klassisch ist für den Antisemitismus, ist natürlich auch die Darstellung von Juden als parasitär oder im Zusammenhang mit Krankheiten, als artfremd. Und das sieht man hier eben sehr, sehr schön an dieser Kampagne, die vor wenigen Tagen erst über Twitter und andere soziale Medien sich verbreitet hat. Unter dem Hashtag Covid-1948 haben zahlreiche User antisemitische Propaganda verbreitet.
Der Anlass war der Jahrestag der Nakba, der großen Vertreibung, wie es auch genannt wird, 1900 und der israelische Unabhängigkeitstag. Und es gab dann eben diese Kombination Covid-19 mit der Jahreszahl 48, wurde daraus gemacht Covid-1948. Und Israel wird als Virus dargestellt, der im Nahen Osten eingefallen ist und dort die gesunden Regionen krank machen würde. Oft ist ja sonst von einem Krebsgeschwür die Rede, wenn man von Propaganda gegen Israel liest. Und hier ist es jetzt eben der Virus. Man sieht das sehr schön auf dem linken Tweet, dem Screenshot. Dort werden die palästinensischen Gebiete als Healthy Areas, also als gesunde Gegenden bezeichnet und die israelische Flagge als Infected Areas mit dem Virus. Dann hier auf der rechten Seite eine Darstellung, ebenfalls Israel als Virus, das bekämpft wird durch den Einsatz von Chemikalien. Wir werden Israel besiegen. Israel soll ja durch Chemikalien beseitigt werden, zerstört werden. Wir sehen hier noch weitere Darstellungen, wie Israel als Virus verunglimpft wird, angegriffen wird, dämonisiert wird. Und das ist natürlich ein ganz, ganz klassischer Teil des Antisemitismus. Die Dämonisierung, die Entmenschlichung, das ist eben eine, was auch extrem stark aufgetreten ist in den vergangenen Tagen und Wochen. Israel wurde auch vorgeworfen, beispielsweise im palästinensischen Fernsehen, es benutze das Virus angeblich als Waffe. Das ist dahingehend ganz auch interessant, dass anfangs noch behauptet wurde, das Virus sei eine Strafe für Ungläubige und Sünder. Das hat sich dann aber irgendwann nicht so richtig halten können, diese These, weil das Virus eben keine Unterschiede gemacht hat zwischen ja, Sunniten, Schiiten, Christen, Juden oder wen auch immer. Es betrifft uns alle. Das Interessante an dieser Kampagne war auch, dass man sieht, wie gut diese verschiedenen Verschwörungslegenden, wie die Propaganda, wie die kompatibel zueinander ist. Sie wird einfach zusammengesetzt. Also man sieht auf der linken Seite eben nicht nur diesen Covid-1948-Hashtag, sondern das wird kombiniert mit der Behauptung, dass Israel und die USA ISIS eben dafür bezahlt, diesen Terror zu verüben, den sie verübt haben. Und dazu die Dämonisierung Israels. Auf der rechten Seite sehen Sie Beispiele wie der Covid-48, Israel absolute evil, Bilder von toten Kindern, sehr, sehr harte Bilder, die aus Syrien stammen. Das untere linke Bild beispielsweise ein iranisch gestelltes Foto. Die Dämonisierung wird hier ja auch offen gezeigt. Man schreibt Israel absolute evil. Es geht darum, Israel als Teufel darzustellen. Und dafür benutzt man das klassische Mittel von Fake News, indem man Bilder aus dem Kontext reißt und sie in einen neuen Kontext stellt. In Deutschland sehen wir währenddessen auf der Straße Rechtsextremisten, die behaupten, Anne Frank wäre auf ihrer Seite gewesen. Auch wirklich eine doch sehr, sehr bizarre und sehr harte Aneignung von NS-Opfern. Eine unglaubliche Verdrehung eben auch. Man eignet sich das Gedenken an Andenken an Anne Frank an. Das ist natürlich auch eine glasklare Relativierung der NS-Verbrechen. Also dass man sich eben selbst auch als Juden von heute inszeniert, als die Leute, die nichts mehr sagen dürften. Und gleichzeitig demonstriert man auf der Straße. Da gibt es ja viele bizarre Bilder, dass Leute vor dem Reichstag demonstrieren, vor dem Kanzleramt und sagen, wir leben in einer Diktatur, wir dürfen nichts mehr sagen, wir dürfen nicht mehr demonstrieren. Und was tun sie? Sie demonstrieren auf der Straße und sie sagen es und sie schreiben es die ganze Zeit im Internet. Diese Behauptung, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gäbe, dass das alles zensiert werde, ist auch eben eine ganz, ist ganz präsent derzeit.
Ebenfalls Relativierung von den NS-Verbrechen und der Shoah, ganz klar. Wir sehen hier auf der linken Seite Christian Drosten, Virologe der Charité, extrem bekannt inzwischen. Und daneben Josef Mengele, KZ-Arzt. Also diese beiden werden auf eine Stufe gestellt. Oder ein Autoaufkleber, den man bestellen kann, wo sich Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, auf eine Stufe stellen, die das auf eine Stufe stellen mit der Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus. Das sind so die ganz offenen Formen. Also oft werden ja, wird versucht, so Chiffren wie die Globalisten oder die Zionisten, versucht man das noch so ein bisschen zu kaschieren, diesen Antisemitismus. Auf der linken Seite, das ist ein Foto, das ich selbst in Berlin mal gemacht habe, vor der Republika, lief dieser Typ darum mit seinen Schildern und dass die Zionisten die Welt regieren und nicht Trump und Merkel. Der wird da relativ lange stehen, das fand ich relativ bemerkenswert. Ich habe ihn dann angesprochen und er wurde auch sehr schnell aggressiv. Das sind natürlich, er könnte statt Zionisten, müsste er eigentlich Juden schreiben, wenn er ehrlich wäre, denn das meint er. Und auf der rechten Seite sehen wir hier einen bekannten Rechtsextremisten, der auf einer dieser sogenannten Hygienedemonstrationen dann eben auch einfach Klartext spricht. Er sagt eben, ja, und die versuchen uns schon seit 1945 irgendwie mundtot zu machen. Und dann wird die Frage, ja, wen meinen Sie denn? Und er sagt dann eben ganz offen, ja, die Juden, ja, wen denn sonst? So, also der spricht dann zumindest Klartext. Das, was wir jetzt erleben, ist natürlich überhaupt nichts Neues. Und das hatten wir ja auch am Anfang eben schon gehört, dass diese Suche nach den Sündenböcken, gerade in Krisen, bei Krankheiten, bei Katastrophen, das ist historisch überhaupt nichts Neues. Denken wir beispielsweise an das Beispiel der Pest. So, damals wurden Juden als Brunnenvergifter verfolgt, massenhaft getötet. Es gab Hexenverfolgung beispielsweise, wenn es Krankheiten gab, wurden Frauen als Hexen verbrannt. Und wenn man beispielsweise im eigenen Land Oppositionelle ausschalten möchte, wenn man eine Minderheit verfolgen möchte, dann dichtet man denen eben eine Verschwörung an. Und wenn man kein Geheimdokument zur Hand hat, wie das damals in Russland der Fall war, dann denkt man sich eins aus, wie die Protokolle der Weisen von Zion, eine antisemitische Fälschung, die bis heute eben weltweit kursiert und die eine jüdische Weltverschwörung belegen soll, aber eben nachgewiesenermaßen schlicht und ergreifend eine Fälschung ist. Genauso sind eben Verschwörungslegenden zu Krankheiten, als neuartigen Krankheiten auch ein beliebtes Propagandamittel zwischen Supermächten. So hat die Sowjetunion die Theorie verbreitet, das AIDS-Virus sei in den USA hergestellt worden. Das ist sehr, sehr erfolgreich in der Bundesrepublik verbreitet worden und findet sich auch bis heute. Und dann jetzt eben dieses Motiv der Brunnenvergifterin taucht auch in Frankreich wieder auf. Da habe ich dieses vierte Bild her. Diese antisemitische Karikatur jetzt wieder im Zusammenhang mit Covid-19, dass eben das Brunnen vergiftet würden. Das heißt, die Verschwörungslegenden werden modernisiert, sie werden angepasst an die aktuellen Ereignisse, aber ihre Struktur bleibt im Prinzip immer gleich. Das macht sie natürlich einerseits leicht, sie zu identifizieren, aber andererseits ist es natürlich auch etwas, was sie sehr variabel macht und viele attraktiv. Also als Fazit, in Krisenzeiten sind Verschwörungen ein effektives, ein populäres und ein sehr weit verbreitetes Erklärungsmuster. Komplexität und Widersprüchlichkeit werden dabei ausgeblendet bzw. vermieden, um Eindeutigkeit zu simulieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich auch gerade solche, das autoritäre Staatsmänner auf solche Verschwörungen auch gerne verweisen, dass sie sehr klare Feindbilder präsentieren, um eine Eindeutigkeit, diese sehr, sehr unübersichtliche Situation zu bringen, um das zu simulieren.
damit wird natürlich auch eigene Verantwortung abgewehrt. Das betrifft zum einen natürlich auch wirklich Staatsmänner oder Regierungen, die versuchen, vom eigenen Versagen abzulenken. Nehmen wir den Iran und die Schuldzuweisung an Israel und die USA. Nehmen wir aber auch jeden Einzelnen, der eben sagen kann, nein, diese Maske zu tragen, das ist eine Merkel-Burka und das tue ich nicht. Und das ist sowieso alles Schwachsinn. Damit weist man natürlich auch jede Verantwortung, die man selbst hat gegenüber anderen, gegenüber Schwächeren, gegenüber Risikogruppen einfach von sich. Man verweigert sich, diese Verantwortung anzunehmen. Solche Erklärungsmuster funktionieren immer nach dem Sündenbock-Prinzip. Da wird händeringend nachgesucht. Das hat man in den vergangenen Wochen auch sehr schön sehen können, wie es zuerst Populisten nicht geschafft haben, ihre eigenen Erzählungen zu etablieren, weil ihnen ein Feindbild fehlte. Dann tauchte so langsam Bill Gates auf. Es tauchte dann der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen auf. Und dann funktionierte das Ganze. Dann kam das Ganze ins Rollen. Ohne Sündenbock funktioniert das nicht. Und diese Erklärungsmuster haben somit auch immer eine antisemitische Struktur und knüpfen an uralte Mythen an. Sie können eine Radikalisierung in Gang setzen und Menschen wirklich in eine irrational geprägte Denkweise führen. Das ist ein Problem, ein Risiko, das ich derzeit sehe, weil plötzlich sich sehr viele Menschen auch mit solchen Erklärungsmustern beschäftigen. Sie offenbar glauben und sie offenbar akzeptieren als ein Erklärungsmuster für sich, für die Unsicherheit. Und möglicherweise werden sie in ein, zwei Jahren, wer weiß, was kommt, bei nächster Gelegenheit, bei anderen politischen Debatten, wieder solche einfachen, simplifizierten Erklärungsmuster gerne aufgreifen und glauben, weil es eben so schön einfach ist. Dabei, und das ist auch wichtig, erklären oder lösen Verschwörungslegenden kein einziges Problem, sondern sie behindern vernünftige Diskussionen und Gegenmaßnahmen. Wir müssen uns mit diesen Verschwörungslegenden herumschlagen, statt sachlich darüber zu diskutieren, was die besten Maßnahmen sind, statt sachliche Kritik zu üben an Maßnahmen, die uns falsch, die uns überzogen erscheinen. Und da gibt es meiner Ansicht nach einiges, was man kritisieren kann. Und es gibt eben auch überhaupt keine Lösungsansätze, die dort geboten werden. Es wird einfach nur geraunt. Es gäbe irgendwie Schuldige, es gäbe einen Masterplan, was schlicht und ergreifend Unsinn ist. Verschwörungslegenden basieren auf zahlreichen kleinen Falschmeldungen. Das sind eben diese Bausteine oder Mosaiksteine, aus denen man ein größeres Bild zusammensetzen kann. Und sie sind untereinander kompatibel. Also man kann beispielsweise diese Behauptung, Bill Gates wolle jedem Menschen einen Mikrochip einsetzen, was darauf basiert, dass ein Zitat aus dem Kontext gerissen wurde und falsch interpretiert wurde, wird kombiniert mit der Behauptung, dass der neue 5G-Mobilfunkstandard sei dazu, dass Menschen dann über den Mikrochip zu lenken und zu überwachen. Das wird dann miteinander kombiniert. Sie sind kompatibel, weil sie keiner Logik folgen. Das heißt, ich kann es einfach irgendwie zusammensetzen, wie ich es gerade brauche. Und die Verschwörungslegenden sind politisches Milieu begrenzt, sondern ein Erklärungsmuster, das für jede Ideologie eingesetzt werden kann. Das sehen wir ja gerade, dass bei der Flüchtlingskrise 2015 hatten wir Verschwörungslegenden, die vor allem rassistische, antisemitische, rechtsextreme Muster aufwiesen. Jetzt kommt das auch aus ganz anderen Richtungen. Es sind auch viele Leute aus dem eher so links, aus dem linken Milieu, die gegen Überwachung sind beispielsweise und sich da verlieren. Impfgegner, grün-esoterische Leute, die da wirklich gute Heilmedizin setzen und so weiter. Das heißt, wir haben da viel mehr Milieus, die da auch auftauchen, die es auch so schwer zu fassen macht, was da für eine Protestbewegung entstanden ist, die man auch nicht überschätzen muss, glaube ich, von der Größe. Aber die gemeinsame Klammer, die man hat, das sind diese Verschwörungsmythen. Sonst haben die nichts gemeinsam. Die haben nur diese Verschwörungsmythen gemeinsam. Genau, und damit wäre ich eigentlich auch schon am Ende mit dieser Präsentation. Würde jetzt gerne einsteigen in die Diskussion.
Ja. Hallo. Ich bin da. Ganz herzlichen Dank, Ensing, für die Fakten und die Einordnung der über die Verschwörungsfantasien, Verschwörungsmythen. Ich weiß nicht ganz genau, ob keine Fragen oder Bemerkungen eingegangen sind oder ob da ein technisches Problem vorliegt, wie auch immer. Ich habe da jetzt keine Fragen vorliegen. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr da gerne welche stellen könnt. Wenn wir sie dann irgendwie kriegen, technisch, das weiß ich nicht. Ich würde mal gerne beginnen mit einer Frage, die uns als deutsch-israelische Gesellschaft natürlich besonders interessiert. Sie haben mehrmals gesagt, es werden antisemitische Grundmuster angesprochen, aber zum Teil auch nur angedeutet. Also es wird dann von Kinderblut geredet, es wird von Brunnen gesprochen, von Vergiftung, aber es ist nicht die Rede von Zionisten, es ist nicht die Rede von Juden. Was denken Sie, wie viele Leute verstehen trotzdem diese Andeutung, diese Chiffren? Oder glauben wir das nur, dass das auch Dinge sind, die sich so schnell verbreiten? Da würde ich mich Ihrer Meinung interessieren. Das ist immer ganz schwierig, das zu quantifizieren. Wir sehen ja verschiedene Studien, Umfragen zu antisemitischen Ressentiments in der Bevölkerung, die zu Ergebnissen kommen wie, ja, mal sind es 20%, vielleicht 40%, je nachdem, wie man fragt, die glauben, Juden hätten zu viel Einfluss in der Welt. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie offen man fragt. Aber was für mich wichtig, also ein wichtiger Teil der Antwort ist, ist, dass antisemitische Denkmuster einfach Teil sozusagen unserer Kultur sind, und zwar im negativen Sinne. Das ist ganz wichtig, das dazu zu sagen. Also wir sind damit ja auch ein Stück weit aufgewachsen, meine eigene Jugend denke. Ich kannte in der Grundschule bestimmt 5 Juden. Das ist etwas, man kann das sozusagen als Folklore bezeichnen oder wie auch immer. Das wurde lange auch nicht gerne thematisiert. Und das sind ja nur solche antisemitischen, offenen antisemitischen Witze sind das eine. Aber diese Denkweisen, die dahinter stecken, die stecken ja viel tiefer. Also das ist ja etwas, was wirklich auch eine lange Tradition hat, eben auch im christlichen Antijudaismus. Ob jetzt jeder versteht, was damit gemeint ist, wenn von Globalisten oder von Kosmopoliten oder so ähnlich die Rede ist, von Brunnenvergiftern, das wage ich zu bezweifeln. Das wissen, glaube ich, die Leute, die solche Begriffe benutzen. Aber nicht jeder wird dann sofort denken, ach so, der meint Juden. Aber es ist natürlich so ein Geraune von irgendwelchen Leuten im Hintergrund. Und der Weg ist dann eben immer ein ganz, ganz kurzer dazu, dass Juden gemein sind. Es geht ja auch gar nicht darum, es geht ja auch gar nicht bei Verschwörungslegenden immer explizit gegen Juden. Also Bill Gates beispielsweise ist kein Jude, sondern es geht um diese Struktur. Und es geht darum, wenn man sich erstmal auf solche Reisen einlässt, das ist ja das Tor für weitere Ressentiments, für eine Welterklärung, die auf Sündenbock-Prinzipien basiert, die auch mit Rassismus kompatibel ist. Und das ist ja das größte Problem an dieser ganzen Sache. Vielen Dank. Ja, es gibt eine konkrete Frage, die ich gerne weitergebe. Gibt es eine Reaktion von den direkt Angesprochenen, also in diesem Falle Bill Gates oder ich könnte auch jetzt Soros nennen, auf diese weltweiten Vorwürfe und Verschwörungsmythen und Angriffe auf ihn? Also bei George Soros gibt es sehr wenig Äußerungen dazu, nach meinem Kenntnisstand. Und ich fand das immer sehr schade. Und ich glaube, dass Bill Gates so ähnlich reagiert und die Gates Foundation, dass sie das möglichst wenig thematisieren wollen, weil sie der Ansicht sind, sie werten das möglicherweise auf oder sie machen sich dadurch noch angreifbarer und so weiter. Ich glaube, dass das die schlechtere Lösung ist. Also, dass die
es gibt nur schlechte Lösungen sozusagen zum Umgang mit solchen Vorwürfen, weil immer etwas hängen bleibt, weil solche Vorwürfe natürlich erhoben werden, um mit Dreck, möglichst viel Dreck zu werfen, und irgendwas wird hängen bleiben. Und es ist natürlich wahnsinnig schwierig, etwas zu entkräften, was vollkommen aus der Luft gegriffen ist. Es gibt immer das schöne Beispiel mit dem Weihnachtsmann, wenn jemand behauptet, kannst du denn beweisen, dass es nicht den Weihnachtsmann gibt? Nein, das kann ich nicht. Ich kann dir ganz, ganz viele Indizien dafür liefern, dass es ihn nicht gibt. Aber dann kann der andere sagen, vielleicht wohnt er doch irgendwo in Mittelerde. Das heißt, mit Fakten ist diesem irrationalen Weltbild ja größtenteils gar nicht beizukommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass zu widersprechen sehr wichtig ist. Und zwar auch von den Akteuren, die angegriffen werden. Da würde ich mir eigentlich sowohl von solchen Stiftungen, von seien es die Gates Foundation, Soros, aber auch Politiker beispielsweise, die ja auch teilweise überzogen werden tatsächlich mit Vorwürfen, mit Verschwörungstheorien, muss man schon sagen, oder auch Medien. Da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass man nicht einfach nur sagt, nein, ach, das wird schon irgendwie verschwinden, sondern dass man das ernster nimmt, denn und auch wirklich klarer widerspricht. Denn diese einzelnen kleinen Geschichten verbreiten sich im Netz weiter. Sie sind nicht einfach, das läuft sich nicht einfach tot, sondern es verbreitet sich weiter und es werden ganze Legenden zusammengebaut tatsächlich. Also das ist irgendwann so komplex, dass man es vielleicht schafft, eine Sache zu widerlegen, aber dann kommen die mit der nächsten um die Ecke. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da zu widersprechen, bevor es dann auch ein komplett geschlossenes Weltbild gibt. Und es ist auch wichtig, gar nicht vielleicht, dass ich die erreiche, die mir sowieso nicht glauben wollen und die ganz, ganz fest an diese Verschwörungsideologien glauben. Aber es gibt viele Leute, die mal davon hören, die da vielleicht denken, was ist denn da dran? Und da hilft es dann auch sehr, wenn sowas mal wirklich klar dementiert wird und auch transparent gemacht wird, warum es nicht stimmen kann. Wir sind schon fast bei der natürlich zentralen Frage, was man dagegen tun kann. Aber ich will zwei Fragen vorher weitergeben, die vielleicht ein bisschen zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Eine Frage ist, woher kommt das Bedürfnis nach Verschwörungstheorien? Das hatten Sie schon kurz angedeutet. Und die zweite Frage, welche Rolle kann die Psychologie, Psychoanalyse dabei spielen, um das Phänomen zu erklären und dann vielleicht auch Wege aufzuzeigen, etwas dagegen zu tun? Genau, also das, was die Funktion angeht von Verschwörungslegenden, das kann man ja derzeit sehr, sehr gut beobachten, dass wir eben in dieser Zeit der Unsicherheit leben und dass Menschen sozusagen versuchen, diese Widersprüche sich zu erklären. Sie haben es ja auch ganz am Anfang sehr schön gesagt, da muss doch irgendjemand schuld sein an dieser Pandemie. Das heißt, man sucht einen Sündenbock, man sucht eine Erklärung, man versucht das für sich zu ordnen. Das ist erstmal ein sehr menschliches Bedürfnis, das ich gut nachvollziehen kann. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man sich in solche irrsinnigen Erklärungen dann denen tatsächlich ergibt. Samuel Salzborn hat das so gesagt, als ich ihn für mein Buch interviewt hatte, die Gemeinsamkeit antisemitischer Mythen sei ihr höchst widersprüchlicher und durch Fakten nicht zu erschütternder Inhalt. Dazu komme eine spezifische Funktion als Reaktion auf die Moderne. Alles, was Antisemiten nicht verstehen können oder wollen, wird in Legenden und Mythen projiziert. Am deutlichsten sei dies an der wohl zentralsten antisemitischen Legende zu sehen, dem Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Und das kann man einfach immer wieder erkennen, dass es wirklich auch eine Verweigerung ist, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es viele Menschen auch vielleicht überfordert, dass eine Gesellschaft, dass eine Welt widersprüchlich ist, dass sie so komplex ist, verschiedene Lebensentwürfe, da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Die eigene Welt erscheint doch sehr klein auch, die eigene Existenz, wenn man sich vergegenwärtigt, was es alles für, wie viele Menschen es gibt, wie viele unterschiedliche Lebensentwürfe und so weiter. Und das auszuhalten und auch in der Moderne sich eine eigene Identität zu schaffen, die darüber hinausgeht, über das Zugeschriebene, das ist eben so das Futter für Verschwörungslegenden. Ich glaube, was die Psychoanalyse angeht, also gerade
Ja, also manchmal habe ich den Eindruck, auch wenn man sich solche Interviews anschaut, oder ich war auch auf einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und habe mir das alles angehört und angeschaut. Und es ist für mich kaum fassbar, dass Menschen das alles glauben, was da erzählt wird. Und da habe ich dann manchmal schon auch den Eindruck, tatsächlich eine Massenpsychose, wobei die Masse nicht so groß ist. Aber es ist ja schon ein Phänomen, das in Deutschland bundesweit zu finden ist. Bei den Lösungsansätzen muss ich immer so ein bisschen sagen, was die Gegenstrategien angeht. Ich bin Journalist und kann versuchen, das zu beschreiben, was dort passiert, zu analysieren. Ich kann das Problem nicht lösen. Ich glaube an die Kraft der Aufklärung, und ich glaube, dass man vor allem dem widersprechen muss und dass man Menschen, die drumherum sind, um solche Leute, dass man denen vor allen Dingen helfen muss, dass man ihnen mit Argumenten helfen muss, dass man ihnen mit Fakten helfen muss, damit sie sich eben in Gesprächen auch dem nicht ergeben. Ja, danke. Eine andere Frage, die auch darum kreist, was man dagegen tun kann, ist die Frage nach strafrechtlichen Sanktionen. Also gibt es überhaupt im Strafrecht mögliche Sanktionen gegen bestimmte Verschwörungsfantasien, oder ist das alles wirklich grundsätzlich und insgesamt durch die Meinungsfreiheit abgedeckt? Also es gibt ja jetzt schon verschiedene Straftatbestände, die man anwenden könnte. Also wenn jetzt beispielsweise jemand, also es gibt den Volksverhetzungsparagrafen, es gibt Verleumdung, üble Nachrede, das sind ja alles, das gibt es alles schon. Ich glaube, dass wir keine schärferen Gesetze brauchen, sondern eine höhere Sensibilität auch, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, inwieweit da auch wirklich aufgehetzt wird, dass es eben nicht dass es eben nicht sein kann, dass man über Personen wirklich einfach Lügen verbreitet und dadurch Leute auch zum Hass aufstachelt. Also das ist ja auch etwas, was man mit dem Beispiel mit der New World Order gesehen hat, dass diese ganzen Verschwörungslegenden, die bleiben ja nicht folgenlos, sondern die haben können eine fatale Auswirkung haben auf einzelne Personen, die sich radikalisieren. Und ich glaube, wir müssen da nicht mit dem Strafgesetzbuch hantieren, weil das sehr, sehr schwer zu fassen ist. Das sieht man ja auch sehr oft, dass Äußerungen noch als von der Meinungsfreiheit gedeckt eingestuft werden, bei denen man doch denkt, ach, also da würde ich jetzt eigentlich sagen, das ist schon Volksverhetzung. Die Meinungsfreiheit ist ein sehr, sehr hohes Gut. Sie endet natürlich dort, wo andere Menschen dann verunglimpft werden. Aber das ist eigentlich in den Gesetzbüchern auch schon so festgeschrieben. Es muss dann auch nur angewandt werden. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr langer Weg, dass die Hassrede im Internet, dass diese Verschwörungslegenden auch einfach nicht ernst genommen wurden über viele, viele Jahre. Das hat man so als Schmuddelecken im Internet gesehen und einfach nicht ganz ernst genommen. Und dadurch konnte sich das sehr, sehr lange auch ungehindert ausbreiten, sodass wir jetzt eben ganze Milieus haben, ganze Parallelwelten von sogenannten alternativen Medien, die eben auch wirklich massenhaft Leute erreichen. Das konnte sich in aller Ruhe tatsächlich auch aufbauen, weil es da sehr, sehr wenig Widerspruch gab. Und da muss man auch nicht unbedingt mit dem Strafgesetzbuch hantieren, sondern da kann man auch so widersprechen und versuchen zu streiten demokratisch. Das schließt die nächste Frage ganz gut an. Die lautet so: Was würden Anhänger von Verschwörungsfantasien heute ohne das Internet tun? Und eine andere Frage, die auch dahin gehört, ist, ob die Plattformbetreiber nicht mehr in die Verantwortung genommen werden müssen, um solche Überschreitungen von Meinungsfreiheit, wie Sie die eben auch geschildert haben, auch zu verhindern oder rauszunehmen oder zu blockieren oder etwas dagegen zu tun, jetzt ganz untechnisch gesagt. Also wären Sie nicht mehr in der Verantwortung, und was ist überhaupt die Rolle des Internets? Sie haben das eben ja schon begonnen auszuführen. Die sozialen Netzwerke spielen bei der Verbreitung von solchen Verschwörungstheorien eine riesige Rolle.
die Funktionsweise der sozialen Medien hilft dabei, dass sich Gleichgesinnte, die sich für solche Themen begeistern, die solche Erklärungsmuster propagieren, dass sie sich weltweit zusammenschließen konnten. Wir sehen sehr oft, dass besonders aus den USA, aus der Alt-Right, der alternativen Rechten, der sogenannten, aus den USA Verschwörungstheorien nach Europa exportiert werden, von verschiedenen Aktivisten hier rübergebracht werden, angepasst werden. Auch diese Feindbilder wie Gates und Soros funktionieren so gut, weil sie global bekannt sind, aber lokal angepasst werden können, lokal gegen sie gehetzt werden kann. Und die Funktionsweise von den sozialen Medien, ich habe das selbst mehrfach ausprobiert, auch über Wochen, dass ich mir Profile angelegt habe, beispielsweise bei Facebook, und mich für bestimmte Sachen interessiert habe, für antisemitische Verschwörung oder für rassistische Facebook-Gruppen und so weiter. Und mir wurden die ganze Zeit ja weitere Gruppen vorgeschlagen. Sofort wurde vorgeschlagen, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir doch bestimmt auch hier die Seite Deutsche Patrioten, Deutscher Widerstand und so weiter, bis man sehr, sehr schnell, innerhalb weniger Minuten, war man im Prinzip in einem Milieu der Reichsbürger oder von wirklich von gewalttätigen Rechtsextremisten, von komplett durchgeknallten Antisemiten. Und dieses Tor öffnet, diesen Pfad öffnen die sozialen Medien schon sehr stark, auch YouTube beispielsweise, wenn man dort durch diesen Vorschlagsalgorithmus, wenn ich da anfange, mich für bestimmte Inhalte zu interessieren, dann werden mir immer mehr vorgeschlagen. Und das ist dann schon, das kann eben ein Einstieg sein, tatsächlich in so eine Parallelwelt. Die Betreiber dieser Plattformen bestehen sehr stark darauf, dass sie Plattformen sind. Das heißt, dass sie nur die Infrastruktur zur Verfügung stellen und alles, was darauf passiert, dafür können sie im Prinzip nichts. Das ist natürlich für die Betreiber sehr, sehr elementar, denn wenn man sie nicht nur als Plattform definieren würde, sondern als Medium, dann wären sie natürlich für das haftbar, was dort passiert in den sozialen Netzwerken, und dann müssten sie auch ganz anders agieren, was solche, was Hassinhalte, was Antisemitismus angeht. Und man findet ja wirklich die unfassbarsten Hassinhalte in den sozialen Medien. Deswegen bestehen sie sehr stark darauf, dass sie lediglich Plattform seien. Ich glaube absolut, dass sie noch viel mehr machen müssen, dass sie eine unfassbar große gesellschaftliche Verantwortung haben. Wir haben mit privaten Unternehmen zu tun, die den öffentlichen Diskurs im Prinzip digital privatisiert haben. Also wir haben eine digitale Öffentlichkeit, die unter privaten Regelungen stattfinden und nicht nach demokratischen Regeln eines Rechtsstaats sozusagen. Also und Facebook und YouTube verweisen immer wieder darauf, auch dass sie sich sehr große Mühe geben, dass sie da viel investieren. Sie versuchen mit anderen, mit journalistischen Projekten zusammenzuarbeiten und so weiter. Ich sehe trotzdem immer wieder Beispiele, dass beispielsweise Leute gesperrt werden, weil sie antisemitische Propaganda dokumentiert haben, während offener Antisemitismus einfach stehen bleibt. Das sind Sachen, die immer wieder passieren, weil es auch teilweise automatisiert passiert mit sogenannter künstlicher Intelligenz, und diese künstliche Intelligenz eben doch gar nicht so intelligent ist, wie es der Name verspricht. Also kurz gesagt, ja, die sozialen Netzwerke müssen meiner Ansicht nach noch viel mehr tun, und die Frage ist, ob sie nicht auch haftbar sein müssen. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass das, was dort eingestellt wird, von Menschen dort reingeschrieben wird. Das heißt, es ist das Symptom, wir sehen es dort, aber es kommt aus den Köpfen der Menschen. Und das Ganze ist dann, da entwickelt sich eine Dynamik, dass sich Leute da zusammenschließen und sich dann in Parallelwelten gemeinsam organisieren und auch
gegenseitig an. Also das sind dann ja Leute, die haben wirklich nur noch einen Nachrichtenfeed, der besteht aus ihren auserwählten, stark selektierten Medien, die sie nur noch konsumieren, oder eben aus Nachrichtenmeldungen, die ihnen ins Konzept passt. Dann glauben sie auch beispielsweise dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder. Dann ist er plötzlich glaubwürdig, wenn wir irgendwas berichten, was gut in ihr Konzept passt. Und da haben sich tatsächlich eben Parallelöffentlichkeiten und Mikroöffentlichkeiten gebildet inzwischen. Vielen Dank. Ich habe da noch eine weitere Frage reingekriegt, die heißt, fragt nach der Verbreitung von Verschwörungsfantasien in der Polizei und im Militär. Und ich würde es vielleicht nochmal ganz allgemein fassen. Gibt es Unterschiede, also deutlich erkennbare Unterschiede, was Altersgruppen angeht, vielleicht auch geschlechtsspezifische Unterschiede oder soziale Differenzierung? Was sind die Gruppen im Allgemeinen, die vor allen Dingen diese Fantasien verbreiten, und dann speziell die Frage Polizei, Militär, wo es ja vielleicht besonders auch gefährlich sein könnte? Das ist eine schwierige Frage. Also, was die Milieus angeht, können wir, glaube ich, feststellen, dass sich das nicht begrenzen lässt. Das ist nicht einfach eine Frage der Bildung. Das sieht man beispielsweise beim Thema Impfen sehr gut. Das sieht man beim Thema diese Angst vor der totalen Überwachung, die natürlich auch bestimmt, da kann man auch gute Gründe für haben, aber es geht ja sehr, sehr weit, dass Leute glauben, dass über Mikrochips eben Leute gesteuert werden sollen und so weiter. Das wird nicht nur von Leuten geteilt, die man jetzt als ungebildet bezeichnet würden, sondern das sind auch Milieus, die durchaus akademisch sind, sich als alternativ vielleicht selbst verstehen. Da gibt es sowas durchaus. Auch der Antisemitismus ist ja jetzt nicht einfach etwas, was auf ungebildete Schichten begrenzt war, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja etwas, was man auch gerade in gebildeten Schichten stark und oft gefunden hat und beobachten kann. Ich glaube, was Israel-bezogenen Antisemitismus, Verschwörungslegenden über Israel angeht, sehen wir in einer Migranten-Community, kann ich jetzt nicht glauben, würde ich denken, dass es auch unter jüngeren Leuten durchaus verbreitet ist, ohne es empirisch jetzt klar belegen zu können. Aber wenn ich mir so an einzelne Gespräche denke, da gibt es natürlich einfach Propaganda aus arabischen Medien, die dort dann übernommen werden, die sehr stark mit solchen dämonisierenden Bildern arbeiten, die Israel im Prinzip für alles Übel auf der Welt verantwortlich machen. Wir haben auffällig viele Männer, die bei solchen Demonstrationen sprechen, auch als Autoren auftreten von verschwörungsideologischen Verlagen und so weiter, aber nicht nur. Auch gerade jetzt bei dieser Corona-Geschichte sehe ich auch, dass dort mehr Frauen dabei sind. Ich sehe auch Leute unterschiedlichen Alters. Das kann man eingrenzen, muss ich sagen. Das ist etwas, glaube ich, das hat auch etwas mit Persönlichkeitsstruktur zu tun, wie man eben die Welt für sich erklärt, wie man sie wahrnimmt, wie man Widersprüchlichkeiten akzeptiert. Von daher ist das, glaube ich, etwas, was man nicht sehr einfach begrenzen kann. Was Polizei und Militär angeht, wage ich kaum klar darauf antworten zu können. Also ob das da jetzt besonders ausgeprägt ist, kann ich nicht abschließend beurteilen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, uns wäre schon sehr geholfen, wenn wir wüssten, wenn es Studien geben würde über die politische Einstellung der Polizei. Also das ist ja etwas, was es seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gibt, dass man untersucht, wie tickt die Polizei eigentlich, wie ticken Polizisten, ist dieser Vorwurf berechtigt, was ja oft behauptet wird, dass die Polizei auf dem rechten Auge blind sei, beispielsweise, stimmt das, sind das so die politischen Einstellungen, die zu untersuchen, das wäre ja schon mal spannend. Und ich glaube auch,
die Verbreitung von Verschwörungsmythen zu untersuchen, wäre im Zuge so einer Studie ebenfalls sehr, sehr aufschlussreich und genau wie Sie gesagt haben, eben auch sehr wichtig, weil wir ja schon Ansätze gesehen haben in den vergangenen Monaten, die darauf hindeuten, dass es dort eben auch terroristische Strukturen gibt, an denen Soldaten, Elite-Soldaten eben auch beteiligt sind. Und von daher ist das natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das auch durchleuchten würde. Ich kann da aber mit keinen Zahlen oder Ähnlichem wirklich dienen. Das weiß ich nicht. Gut, das ist ja mal eine Aufgabe dann für guten investigativen Journalismus, vielleicht für das Y-Kollektiv in Bremen. Ich komme mal zurück auf die Frage aller Fragen. Was kann man dagegen tun? Also ein Zuschauer oder Zuschauerin sagt, ich applaudiere dem Appell zum Widerspruch. Und Sie haben das auch gesagt, eigentlich wäre es notwendig, nicht nur Bill Gates und Soros und andere Angegriffene widersprechen, auch öffentlich, stark und detailliert und im Detail, sondern wir alle müssten widersprechen. Heißt das, wir müssen jetzt auch alle im Netz genauso Stunden am Tag aktiv sein? Also die Alternative ist ja vielleicht zu sagen, das ist eine Krisenerscheinung und wir müssen alles dazu tun, dass die Krise vorbeigeht und dann erledigt sich das wieder von selbst. Also, was können wir tun? Die berühmte kurze und klare Antwort. Nein, Herr Patt, ergänzen Sie haben alle Zeit der Welt. Okay, die brauche ich, glaube ich, noch dafür. Also ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir ein Verständnis von Antisemitismus entwickeln, der Antisemitismus nicht erst anfängt bei offener Judenfeindlichkeit, dass Juden beispielsweise beleidigt und bedroht werden auf der Straße, sondern Antisemitismus mehr ist. Also dass es wirklich eine Art Welterklärung ist, die sehr, sehr tief auch in unserer Gesellschaft leider verwurzelt ist. Wenn man das schon mal akzeptieren würde und das damit wäre, glaube ich, schon mal eine ganze Menge gewonnen, dann, was die Auseinandersetzung angeht mit Menschen, die Verschwörungsideologien verbreiten, würde ich auch abstufen, je nach Einzelpersonen schauen. Ich bekomme beispielsweise Zuschriften von Leuten, bei denen ich den Eindruck habe, mit den Leuten kann ich sprechen. Die schreiben vernünftige E-Mails die bepöbeln mich nicht sofort. Und die haben vielleicht wirklich einfach eine Frage und verstehen etwas nicht, warum so etwas berichtet wurde, wie es berichtet wurde. Und dann sollte man natürlich auch versuchen, das transparent zu machen und zu erklären, die vielleicht den Eindruck haben, dass Sachen verschwiegen werden von den Medien, aber es einfach nicht gesehen haben. Da gibt es den schönen Spruch, nur weil sie es nicht gesehen haben, heißt es nicht, dass es nicht gesendet wurde. Mhm. Da kann man dann auch sehr einfach drauf antworten. Dann gibt es aber auch Fälle, bei denen ich sagen würde, das ist die Mühe nicht wert. Und das muss ich auch. Ich bin kein Pastor, ich bin kein Sozialarbeiter. Und wenn Leute mir nur schreiben oder mir nur mich an den sozialen Medien beispielsweise. Man merkt ja, ob jemand Interesse hat an einer Kommunikation oder ob er nur etwas sagt oder schreibt, weil er Recht haben will. Und so vernagelt ist, dass auch kein Gegenargument überhaupt auch nur zugelassen wird, dann kann ich mir die Mühe sparen. Und man muss auch nicht sich selbst opfern und stundenlang im Internet versuchen, Hassrede zu widersprechen und Leute zu bekehren, da kann man sich auch selbst kaputt machen. Also das gibt viele Menschen, die haben das sehr aufopferungsvoll versucht. Das ist etwas, was sehr stark auch auf die Psyche geht und es ist auch nicht ohne, wenn man die ganze Zeit attackiert wird. Das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, man muss sich auch Pausen davon gönnen und man muss sich klar machen, dass es auch sehr viele vernünftige Menschen gibt und die gibt es ja. Also ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen ist vernünftig und es ist eben sehr gut, dann auch auszubalancieren, dass man auf der einen Seite eben mit vernünftigen Menschen konstruktive Diskussionen führt, aber gleichzeitig eben auch sehr klar widerspricht. Und was ich festgestellt habe, gerade wenn es um so Verschwörungserzählungen geht, dass ich dann eigentlich nicht sage, das, was du sagst, ist einfach nur falsch,
das bringt nichts, sondern ich stelle halt eher Fragen. Also ich frage dann so etwas, aha, wer sagt denn das und wie genau funktioniert denn das und wo arbeiten Sie denn und schaffen Sie es denn in Ihrem Betrieb überhaupt beispielsweise, dass die Geschirrspülmaschine ausgeräumt wird in der Teeküche? Und selbst das klappt nicht. Aber gleichzeitig sollen die Medien weltweit irgendwie gesteuert werden von einer Person. Wie genau funktioniert denn das? Also, dass man den Leuten wirklich versucht, die Absurdität auch dieser ganzen Behauptung, dass sie vielleicht selbst darüber nachdenken. Ob das klappt, kann ich nicht sagen, aber ich hatte den Eindruck, dass man damit zumindest mehr erreicht, als wenn ich einfach nur sage, nein, das stimmt nicht. Und es gibt dann eben auch Fälle, bei denen würde ich sagen, mit denen rede ich überhaupt nicht mehr. Ich muss mich mit niemandem unterhalten, der sich einen Judenstern anpappt und ungeimpft draufschreibt und irgendwie damit die Shoah relativiert. Da hört es dann halt auch irgendwo auf. Also das sind dann auch Sachen, da muss man auch, glaube ich, dann nicht mehr groß reden. Also Herr Gensi, ganz herzlichen Dank für den völlig richtigen Hinweis, dass die Mehrheit der Menschen jedenfalls gegenwärtig und bei uns doch diesen Fantasien nicht anhängt, vernünftig ist, in jeder Beziehung zugänglich, diskursiv, argumentiert, nachdenkt, diskutiert, ganz häufig anderer Meinung ist als wir, aber das alles im vernünftigen Rahmen. Das ist ein richtig guter Hinweis, weil die Überraschung, dass es zu so einer Blüte von Verschwörungsmythen gekommen ist, es war wahrscheinlich so groß, dass wir da vielleicht auch ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange geguckt haben. Trotzdem, also für mich als jemand, der in der deutsch-israelischen Gesellschaft aktiv ist, ist es schon doch eine bedrohliche Entwicklung, wenn ich sehe, dass der Hass auf Juden, auch auf Israel, wieder neue Anknüpfungspunkte kriegen kann. Also Sie haben von Einstieg geredet, von Brücken, die dahin führen in diesen Irrgarten. Das ist es zweifellos. Und es kann durchaus sein, dass der eine oder die andere sich dann wiederum darin verirrt. Darin besteht gerade, was unsere Arbeit angeht, eine zusätzliche Gefahr. Darauf muss man achten und ich nehme den Hinweis, dass man sich nicht da kaputt machen muss, aber dass man widersprechen muss in jeder Beziehung und dass man was dazu beitragen muss, dass man die Dinge, die antisemitischen Andeutungen, die Chiffren, die Bilder, dass man die immer und immer wieder erklärt, was sie bedeuten, woher sie kommen und welche Gefahr in ihnen liegt, das nehme ich mit. Ich will noch mal einen kleinen Werbeblock machen. Erstens auf dieses Buch hinweisen von Ihnen. Noch einmal Fakten gegen Fake News oder der Kampf um die Demokratie. Und darum geht es nämlich im Duden Verlag erschienen im vergangenen Jahr von Ihnen. Und ich glaube, man findet auch immer mal was von Ihnen im Netz unter ARD Tagesschau Faktenfinder, weil das ist ja sozusagen Ihre Passion. Das Fakten finden gegen Fantasien und Mythen. Und ich habe noch einen kleinen zusätzlichen Werbeblock. Das Junge Forum macht am 10. Juni, also im kommenden Monat, eine neue, weitere Veranstaltung. Da ist es auch eingeblendet. 10. Juni, 19.30 Uhr in zentraleuropäischer Zeit. Ein Livestream mit Roya Hakakian aus den USA. Sie schildert dort ihr Aufwachsen als jüdischer Teenager im Iran um das Jahr 1979, 1980 herum. Das hat sie auch als Buch veröffentlicht. Sie wird Englisch sprechen. Da gibt es eine komprimierte Übersetzung und man kann wieder Fragen stellen. Mit Sicherheit eine spannende Livestream, spannender Auftritt. Ich danke dem Jungen Forum dafür und für die Technik. Fragen haben wir jetzt nicht mehr. Herr Gensing, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend referiert haben, mit uns diskutiert haben. Fand ich sehr lebendig. Hätte Sie lieber persönlich eingeladen nach Bremen, um mit Ihnen zu diskutieren, aber das war das Second Best und es war sehr aufschlussreich. Ich sage mal toi 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 für Ihre Arbeit und alles Gute für heute Abend und für die nächste Zeit und bleiben Sie alle gesund. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.